Wir leben in extrem unsicheren Zeiten, was die Planungssicherheit betrifft. Und auf das wird jetzt auch unsere Opening Keynote eingehen. Und zwar haben wir heuer den deutschen Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Stefan Jansen hier. Er lehrt an der Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft an der Freien Universität in Berlin. Er hat in jungen Jahren eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, später unter anderem in Tokio und in New York studiert, war bei verschiedenen Unternehmen, wie zum Beispiel bei Dr. Oetker, bei Booz Allen Hamilton, Mannesmann, Ergo-Versicherung, Daimler Chrysler. Er war im Beraterkreis des früheren SPD-Finanzministers Bea Steinbrück und hat selbst schon das eine oder andere Unternehmen gegründet, spricht also aus der Praxis. Hat bereits rund 20 Bücher verfasst, ist ein ständiger Kolumnist des Wirtschaftsmagazins Brand 1 und er fährt in seiner Freizeit gern Rennrad, was man ihm auch ein wenig ansieht. Und was man ihm weniger ansieht, er legt gern als DJ Minimal Electro Jazz auf, also eine ziemlich bunte Mischung. Und Herr Professor, ich darf Sie auf die Bühne bitten. Vielen Dank, Herr Bornemann. Jetzt ist die Situation eingetreten, die wir vorher schon besprochen haben, dass ich jetzt eine Thomas Gottschalk-ähnliche Einmoderation machen muss, bis die Technik funktioniert. Das muss aber von meiner Zeit abgehen. Also ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass ich in Österreich bin, im Wald. Also ich muss wirklich sagen, das hättest du einfach nicht besser auswählen können. Ich habe einen Vortrag vorbereitet, der wahrscheinlich niemals angezeigt werden wird. Der geht um die Frage des CFOs als Brandbeschleuniger oder Katalysator. Sie merken, da ist eine Vorhersehung auch schon gegeben, wie auch brennende, explodierende Bäume hier eine Rolle spielen werden in dem Vortrag. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob Sie die Raketengeschwindigkeit, die ich jetzt gleich noch an den Tag legen muss, weil ich die Präsentation ja jetzt nur in 10 Minuten halten kann, bis sie angezeigt wird, ob Sie die mit ertragen können. Jetzt würde ich einfach schon mal vorspringen, weil ich glücklicherweise meinen Vortrag selber schon kenne. Das ist, kann nicht jeder Redner von sich sagen. Machen wir auch eine kleine Abfrage, weil Herr Bornemann schon so angefangen hat. Wer von Ihnen ist, ich hoffe, dass Sie das erinnern können, weibliche Linkshänderin? Da merke ich schon, wie manche Männer sozusagen kurze Impulskontrolle brauchten. Also ich zähle mal durch. Sie haben ja sehr gut vorbereitet, das merkt man ORF. Ne? Sie kannten die Ergebnisse, bevor Sie aufgezeigt hatten. Also nur mal so, da sind andere Politiker sehr nervös. Keiner war das, kein Nee war das. Darf ich fragen, gibt es, oder Entschuldigung? Ja. Ich bin so geblendet, Sie sind es. Darf ich Ihren Namen erfahren? Frau Huber, Sie spielen eine zentrale Rolle heute. Dann hatte ich direkt hinter Ihnen hatte sich noch ein Herr gemeldet. Sie sind auch Linkshänderin. Ach so, Sie haben auf die Dame gezeigt, weil Sie glauben, ich kann auf Damen nicht selber gucken, sondern ich muss durch Männer auf Damen hingewiesen werden. Das ist tatsächlich in Beförderungsturnieren von vielen Unternehmen der Fall, dass Männer auf Frauen hinweisen müssen, damit sie befördert werden. Dann eine kurze Gegenfrage, das ist reine Thomas-Gottschalk-Moderation, Sie merken das, ich komme aus Deutschland. Ich werde aber auch genauso überziehen, Herr Bornemann, das ist leider das Problem. Und zwar, gibt es männliche Rechtshänder? Ja, Rechtshänder, männliche Rechtshänder, ja, ich merke, ja. Gibt es männliche Linkshänder? Ja, darf ich Ihren Namen? Seisenbacher. Sie arbeiten professionell? Ja. Bei Ihnen? Ihr Name? Und arbeiten Sie regelmäßig oder solo-selbstständig? Ja, okay. Also beeindruckend, auch Sie beide möchte ich mit Frau Huber sozusagen einmal kurz erwähnen. Es ist nämlich tatsächlich sehr ungewöhnlich. Gut, jetzt habe ich sozusagen das nächste technische Problem, nämlich eine Präsentation, die schriftseitig nicht von mir layoutet ist. Das macht aber nichts, sieht nicht gut aus, ist aber der gleiche Inhalt drin. Ja? Was ich mit Ihnen vorhatte, war, nachdem Herr Pichler anrief und sagte, Herr Jansen, Sie können gerne den Vortrag später halten, aber bitte einen anderen. Das ist ja kein Problem, wenn man den alten schon vorbereitet hatte.
Agile, nachhaltige Geschäftsmodellinnovation in pandemischen, digitalen und klimaschützenden Zeiten. Jetzt kommt das unangenehme, forschungsgetriebene Thesen zum Krisenmanagement und zum Finanzmanagement-Controlling im New Green Deal. Da ist jetzt so viel drin, dass Sie sagen, das wird nicht funktionieren und Herr Bornemann ist auch schon nervös. Das haben wir jetzt übersprungen, weil ich den Vortrag, wie gesagt, kannte. Das nächste müssen wir allerdings noch kurz nachholen. Nämlich, wir müssen einmal kurz drüber sprechen, wer von Ihnen nimmt Stimmungsaufheller? Ich meine, Sie sind CFOler, also Sie können ruhig ehrlich sein, das ist auch von der Steuer absetzbar. Keiner. Darf ich dann kurz um Handzeichen bitten, wer einigermaßen gut gelaunt ist? Sehr schön. Wenn Sie sich einmal kurz dieses Bild merken, ja, Sie auch als Linkshänder auch gut gelaunt, das ist erstaunlich, sein, da freue ich mich. So, dann sind wir mit dem Teil zu Ende. Was jetzt beginnt, ist die Agenda. Nämlich, warum ich Sie nach der Stimmung gefragt habe, ist, es geht so einiges zu Ende und kommt nicht wieder. Und da müssen wir kurz drüber reden. Dann müssen wir über die Krise des Krisenmanagements reden, also über Ihre Arbeit. Und über die Frage, warum wir eigentlich uns eher an Gesellschaft orientieren sollten als an Märkte. Ich weiß, dass CFOler gucken immer auf Märkte, Kapitalmärkte, Produkte, Absatzmärkte, Arbeitsmärkte, aber nicht wichtig mehr. Dann wollte ich Sie ganz kurz noch über die kalifornische Hypnose informieren und die asiatische Autokratie. Also das sind ja sozusagen diese beiden, wo wir in Europa immer sitzen und sagen, oh, wir sind leider ja ganz hinten dran. Das hat ja alles gar nicht funktioniert in den letzten 20 Jahren. Wir nennen das Last Mover Advantage, also der Vorteil, den man hat, wenn man der Allerletzte ist. Ich spreche nicht über Österreich, sondern auch über Deutschland. Und dann ein paar abschließende Thesen und da würde, glaube ich, Herr Bornemann sich dann tatsächlich den Schweiß von der Stirn wischen, weil wir schon 14.30 Uhr haben und das Mittagessen verpasst. So, also es geht um Geschwindigkeit, es geht darum, dass die Post abgeht. Habt ihr mitbekommen, ne? Draußen geht die Post ab, das ist ein kleines Bild von einem Elektrofahrzeug, was die Deutsche Post bei der Mercedes bestellt hatte. Mercedes hat gesagt, Elektrolieferwagen sind nicht so cool, da haben wir keine Kunden für. Hat die Deutsche Post gesagt, doch uns selbst. Ja. Dann hat Mercedes gesagt, sind wir trotzdem nicht daran interessiert. Das heißt, also die Deutsche Post hat zum ersten Mal ein Auto gebaut. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Etagen weiter. Amazon hat auch relativ viele Lieferfahrzeuge und hat jetzt 100.000 Lieferfahrzeuge, Elektrofahrzeuge bestellt. Und diese bei einem Unternehmen, was noch nicht ein einziges Elektroauto gebaut hat. Ja. Daran merkt man, die Post geht ab. Also in Deutschland kann ich nur sagen, das ist eine schlimme Verletzung, die wir da gerade erfahren. Denn wir können Spaltmaße auch bei Postautos deutlich besser als alle anderen, nur ist es gar nicht so interessant mehr. Wo geht die Post noch ab? Und wir nennen das ja in der Philosophie Postmoderne. Manche von Ihnen haben das vielleicht noch im Studium gehört, andere haben es schon gar nicht mehr gewusst. Bei der Postmoderne merkt man, es geht überall die Post ab. Nämlich wir haben sowas wie Postwachstumsökonomie. Ich weiß nicht, das ist für Sie, glaube ich, ganz, ganz schlimm, aber es gibt Leute, Wissenschaftler, ja, die reden über die Postwachstumsökonomie. Und Sie denken, um Gottes Willen, wie soll ich die Zinsen zurückzahlen? Das Interessante an der Postwachstumsökonomie, sie findet schon statt. Wir wachsen nämlich fast gar nicht mehr. Dann Postmaterialismus. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat. Ne, es ist nicht mehr wichtig, ein Auto zu haben, sondern nur den Zugriff auf das Allerbeste. Dann haben wir noch so ein paar Themen. Sie haben, glaube ich, gestern Abend drüber gesprochen. Da war ich noch im Risikoschutzgebiet bei der Flughafenkontrolle. Postdemokratie. Ja, das ist erstmal nicht schlimm, sondern nur eine Indikation, dass es so stattfinden wird. Die Demokratie, wie wir sie jetzt kennen, ist vorbei. Ich darf das sagen, ich hatte es gerade zu Barbara Protzer auch gesagt, ich bin eingeladen worden als Deutscher, Österreich eine neue Verfassung zu schenken. Das mache ich jetzt im Parlament im November. Sie haben 100. Jubiläum der Bundesverfassung. Ich schreibe jetzt gerade eine neue mit vielen anderen, die nennt sich Erfassung. Zeigt aber nur, irgendwie ist das mit der Demokratie auch nicht mehr so ganz einfach, wie das so früher war. Dann haben wir die Post-Weltkriegsphase. Donald Trump hat kurz ans Kinderzimmer von Europa angeklopft und darauf hingewiesen, dass die Post-Weltkriegsphase jetzt vorbei ist. Das hat in Deutschland viele irritiert. Aber die Post-Weltkriegsphase ist doch immer. Nee, sie ist jetzt vorbei. Dann haben wir postfaktische Politik, darüber brauche ich nicht sprechen. Und vor allem nicht in Österreich. Und wir haben sowas wie Postkapitalismus. Postkapitalismus ist auch nicht so ganz klar, was da weiterkommt. Deswegen habe ich ihn noch mitgebracht. Das ist unser neuer Kanzlerkandidat der SPD. Kevin Kühnert, der sozusagen auch sehr viele postkapitalistische Überlegungen hat und Sixt meinte dann, gerade frisch von dem VW sozusagen im Kauf, Sixt, lieber Kevin, gleich auch gerne alle Autobesitzer enteignen, ne? Weil er sozusagen meinte, BMW müsste verstaatlicht werden. Also irgendwas ist da in der Gesellschaft richtig los, die Post geht ab,
Das Ding ist nur, wenn die Post abgeht, man weiß nicht, was ankommt. Ich weiß nicht, wie es bei Ihrer Post ist. So, was ich sagen kann, was nicht wiederkommt, Manufaktum. Es gibt so noch die guten alten Dinge, kommt nicht wieder. Warum ist das? Weil die Koordinatensysteme, in denen wir gesellschaftliche Veränderungen sozusagen markieren, sind meistens aus Ihrem Studium, ich sage jetzt mal geschönt, der 90er Jahre, sind vorbei. Diese Koordinatensysteme funktionieren nicht mehr. Keynesianismus und Monetarismus und was Sie so alles als Finanzer, das gibt es alles nur noch in Lehrbüchern der 90er Jahre. Ne? So, und jetzt also, wenn nichts wiederkommt, Krise. Genau, Krise ist, wissen wir, Abweichung von Normalität. Ja? Die Abweichung von Normalität ist jetzt allerdings die neue Normalität. Charles Perrow hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben, wer das sozusagen therapeutisch braucht, ist geeignet. Normale Katastrophen, fängt mit einer Kaffeemaschine an, die man angelassen hat, als man noch kein Homeoffice hatte und zur Arbeit gefahren ist und danach passierte Schlimmes. Aber Katastrophen sind sozusagen in einer Normalisierung und Krisenmanagement heißt nichts anderes als die Normalität Ihres Managements. Also das heißt, um das sozusagen nochmal kurz als Jobbeschreibung festzuhalten, sind einfach schlicht und ergreifend Schlechtwettermanager. Von daher bin ich so beeindruckt, dass Sie so gut gelaunt sind. Ja? Es gibt nicht viele, die sozusagen auf die Wetter-App gucken und sich jedes Mal freuen, wenn es so schlecht aussieht. Die Frage ist, ist es jetzt Wetter oder ist es schon Klimawandel? Und das sind die Fragen der Verletzlichkeiten. Ich meine, Sie als CFOler sind viel gewohnt. Ich habe das hier mal aufgelistet von der Weltbank nochmal kurz, wie viele Finanzmarktkrisen wir hatten. Es sind nur 250, das heißt aber auf eine Zeit ist es tatsächlich auch nicht so oft, sondern eben tatsächlich nur 1, irgendwas mal pro Jahr. Also wir, ehrlich gesagt, wir können das. Aber das Interessante ist, wir haben verschiedene Verletzlichkeiten. Das ist sozusagen hier eine ganz schöne Grafik, mit der wir auch in der Beratung und in der Wissenschaft viel arbeiten, nämlich die Frage, welche Verletzlichkeiten haben eigentlich Organisationen und Gesellschaften? Und die Verletzlichkeiten sind sehr unterschiedlich definiert. Ich habe hier ganz klein mal gesagt, guck mal, es gibt sogar auch eine Verletzlichkeit, die ist sowas wie Pandemie. Ja? Also das ist nicht so, als hätte man das nicht gewusst. Deswegen gibt es auch das World Economic Forum, ja, das ist ja wahrscheinlich das CFO-Forum für Privatversicherte, ich weiß es nicht, aber so, also das World Economic Forum, eine sensationelle Institution, muss man sagen, des letzten Jahrhunderts, ist eine globale Risikoanalyse, legen die seit Ewigkeiten vor, Sie kennen die alle, ne? Haben Sie die direkt, die ist ja direkt vor dem Lockdown noch veröffentlicht worden. Und da wurden dann die Risiken hier aufgeführt und da war dann auch die Pandemie, also eine mögliche Pandemie, schon entsprechend aufgeführt, jetzt nicht besonders prominent. Dann bei der Wirksamkeit, also bei der Wahrscheinlichkeit gar nicht, bei der Wirksamkeit hat es schon eine gewisse Wirksamkeitsentwicklung gehabt. Und dann guckt man sich in die vernetzten Risiken rein und sieht, ja, ein kleiner Außenseiter, ne? So, 2013, ich hatte mir das nochmal gerade rausgesucht, weil ich das 2013 schon mal gemacht hatte mit so Menschen wie Ihnen. Und da war das tatsächlich so, dass die Pandemie und Infektionskrankheiten deutlich höher eingestuft waren. Und Sie erinnern sich an die legendäre Rede von Bill Gates, warum alle Verschwörungstheoretiker jetzt ja auch Aluhütchen tragen, weil er wusste das ja. Ne? So, also, Verletzlichkeiten kennen wir. Die Frage ist, wie schaffen es eigentlich Unternehmen, trotz dieser Verletzbarkeit zu überleben? Also die ganz klassische Frage, wie kann es sein, dass Unternehmen über 100 Jahre alt werden? Und das ist eine Analyse von einem ehemaligen Shell-Manager, Ari de Reus. Ari de Reus hat in The Living Company sozusagen analysiert, dass die durchschnittliche Lebenserwartung im Global North, also in den entwickelten kapitalistischen Ländern, ist die Lebenserwartung deutlich unter 20 Jahren. Weniger als 30 Unternehmen sind älter als 100 Jahre. Und 100 Jahre, das sind im Wesentlichen österreichische und deutsche Molkereien, Brauereien und japanische Molkereien und Brauereien. So, daran merken Sie, wenn Sie Ihr Portfolio nicht im Griff haben, woran sollten Sie investieren? In laktosefreie Milch. Die Gründe für die Sterblichkeit. Keine Umweltsensibilität. Keine starke Kooperationskultur mit gleichzeitig starken Identitätssinn, dann keine Experimentier- und Fehlertoleranz und eine riskante Finanzierung. Die Muster des Überlebens wiederum waren sozusagen, und das haben wir uns auch mal ein bisschen tiefer auch in der eigenen Forschung angeguckt, bei den sogenannten Long-Term-Survivors, wie die heißen, die Fähigkeit und Bereitschaft zur radikalen Veränderung des Geschäfts, heißt radikal, heißt
ich mache keinen Umsatz in 10 Jahren mit den Produkten, die ich aktuell anbiete. Trainierte Impulskontrolle gegen Managementmoden. Das ist ganz wichtig bei so Veranstaltungen von Business Circle. Da kommen Leute, die erzählen Ihnen, wie man es machen soll. Wenn Sie da eine Impulskontrolle haben, könnten Sie überleben. Trotzdem zu Business Circle hingehen, damit Sie wissen, wogegen Sie eine Impulskontrolle haben. So, und das Dritte ist, Sie brauchen eine Unabhängigkeit vom Kapitalmarkt. Da, glaube ich, haben einige sozusagen in ihren Jogginganzügen in den letzten Monaten auch die Wünsche geäußert. Unabhängigkeit vom Kapitalmarkt und der Logik des stetig wachsenden Unternehmenswertes. Und daran merken Sie, Molkereien und Brauereien, gar nicht so börsennotiert. Ja? Gut, also die Frage, was machen Sie so? Also wie überleben Sie eigentlich so? Interessante Frage, mal auch bei der Videokonferenz morgens beim Check-in. Na, liebe Kollegen, warum können wir uns heute eigentlich immer noch eure Mitarbeit leisten? Also, Krisenmanagement sagt ja, könntest du noch mal so ein bisschen was zu Krisen sagen und was so Manager dazu beitragen und so? Na klar, also das kann ich schon machen. Die Krisengründe sind relativ klar. Man muss sie unterscheiden, sind sie exogen oder endogen? Für Leute wie Sie immer exogen, klar, weil dafür sind Sie ja angestellt. Das Interessante ist nur, dass man im Krisenmanagement sieht, dass endogene Faktoren exogene Krisen erzeugen oder sie beschleunigen. Das heißt, das ist gar nicht so ganz klar, ob das endogen oder exogen ist. So, jetzt habe ich mir ein paar Studien rausgeholt. Das ist jetzt eine deutsche Studie von 53 existenzbedrohten Unternehmen. Da war es so, dass der Krisenauslöser sozusagen tatsächlich signifikant korreliert mit charakterlichen Mängeln und interpersonellen Konflikten im Top-Management. Oh. Dann dachte man, okay, aber es kann sein, dass Fehler in der Unternehmensstrategie werden ja wohl, das ist ja auch der meiste Trennungsgrund. Wir haben uns einfach nämlich getrennt, weil wir unterschiedliche Auffassungen über die Unternehmensstrategie haben. Einer der schönsten Sätze, die man im LinkedIn sozusagen auch weiterberichten kann. Aber Fehler in der Unternehmensstrategie sind weit weniger bedeutend für tatsächlich existenzbedrohende Unternehmen. Richard Rolls, den Sie hier sehen, dieser Mann mit dieser netten Fliege, dem man eigentlich wirklich nichts übel nehmen kann, kommt von der UCLA und hat die sogenannte Hybris-Hypothese vorgestellt. Diese Hybris-Hypothese bedeutet, eigentlich scheitern Unternehmen ausschließlich daran, dass sie sozusagen eine Hybris haben, nämlich zum Beispiel festzustellen, ich weiß nicht, ob Sie gerade selber am Überlegen sind, ob Sie schwächelnde Wettbewerber kaufen, aber M&A-Aktivitäten mit zu hohen Prämien sind der beste Indikator dafür. Hybris-Hypothese heißt, der CEO eines Käuferunternehmens ist so sozusagen sicher, dass der Verkäuferunternehmer oder der CEO wirklich einfach ein schlechter Manager ist. Und wenn man das selber machen würde, dann würde es natürlich besser werden. Das heißt, der Unternehmenswert wird steigen und weil der Unternehmenswert steigt, können wir uns auch eine bessere Prämie leisten. Das ist drin, das ist ja praktisch die Prämie für meine eigene Käufer-CEO-Performance. Die kann ich ja jetzt schon mal auszahlen an die Aktionäre, die sich immer freuen und deswegen, alter Investorentipp, immer in Verkäuferunternehmen investieren. So, dann gibt es eine Frau, und das sollte man an dieser Stelle sagen, auch in diesem Kreis merke ich, die Überrepräsentanz oder Quote ist nicht gegeben. Ulrike Marmonnier, ursprüngliche Bonnerin, jetzt in Berkeley, hat eine wunderbare Arbeit vorgelegt, nämlich zur sogenannten Overconfidence-These. Und diese These belegt, dass männliche Managementteams stärker von Krisen betroffen sind als gemischte, dass Umsatzwachstum von Männerteams zu teuer erkauft wird, also natürlich hat man eine Umsatzsteigerung, nur leider hat man sie auch mit dem Faktor 1,5 bezahlt, und die CEO-Gehälter haben ein hohes Multiple zum Restvorstand. Ja, ich weiß, Sie sind keine CEOs und denken sich gerade darüber nach, kann das sein? Kann das, aber in den Transparenzbericht, das steht noch da drin. Sind Leistungszulagen, sie haben aus der. Gut. Aber, und das ist die tolle These, und liebe Frauen, daran liegt es halt dann auch, Sie müssen also extrem überzuversichtlich sein. Na, das merken Sie schon bei so Typen wie mir, morgens aufstehen, sozusagen Präsentation sitzt nicht und trotzdem selbstsicher versuchen dazustehen. Die Beförderungsturniere, also wie besetzt man solche Positionen? Sind leider so, dass man überzuversichtlichen Leuten mehr zutraut. Deswegen kann ich immer nur an meine Absolventinnen sagen, seid einfach so selbstbewusst, dass ihr es selber nicht ertragen könnt, aber dann seid ihr in einer Position, an der ihr hinterher überzuversichtliche Männer kündigen könnt. So, also, was heißt das?
Das heißt, ihr als CFO seid das C-Level-Korrektiv. Erstmal immer schön auf die Gehälter achten. Ja? Ganz einfach. Oh, das Multiple ist zu hoch. Der Jansen hat uns bei Business Circle gesagt, dann werden wir wahrscheinlich insolvent werden. Ja? So, also das waren noch so ein paar praktische Hinweise, damit auch was zum nach Hause nehmen gibt. Jetzt mal so eine Frage an Sie. Ihr CEO, alles so gut? No, so eine, nicht so eine hohe Resonanz jetzt. Genau, also die meisten sind eben sozusagen doch, ja, also sind eben ja auch nicht aus Versehen auf diese Position gekommen. So, jetzt gucken wir uns kurz mal das Krisenmanagement an. Und beim Krisenmanagement ist es ja immer so, wieder was falsch gelaufen. Ne? Ich bringe Ihnen jetzt aus hochaktuellem Anlass, sozusagen aufgrund der österreichischen Wälder, bringe ich Ihnen jetzt Beispiele aus der Feuerwehrforschung. Sie sehen hier ein Foto, das ist für Instagram natürlich gemacht, sehr stolze Feuerwehrleute nach dem Löschen eines Gebäudes. Das Problem ist, dass die Aufstellung eben einer solchen großen Mannschaft so lange dauert, dass es wieder entfachen kann. Aber das führte eben dazu, zu der Frage bei uns in der Forschung, warum verbrennen eigentlich Feuerwehrlöscher? Also Feuerwehrmänner, Frauen, warum verbrennen die eigentlich selber, wenn es ihr Job ist, zu löschen? Das ist eine interessante Frage, die von Carl E. Weick, einem Organisationspsychologen, bearbeitet worden ist, weil er nämlich 1949 und 1994 beobachtet hat, dass es tatsächlich Fälle gibt, in denen Feuerwehrleute verbrennen. Und die Frage ist, das ist unglücklich. Situation war folgendermaßen, der Chef dieser Gruppe zündete ein Gegenfeuer, als er merkte, es detonieren Bäume. Kein Witz, das ist wirklich Originalgeschichte, das hat Donald Trump nur von uns abgeguckt. Und sagt, er zündet Gegenfeuer, um diese Situation zu entschärfen und befiehlt seinen Truppen, drop your tools. Also, die Teams sollten sozusagen die gesamte Ausrüstung, alles, was sie haben an Werkzeugen, wegschmeißen und einfach wegrennen, weil es wurde ein bisschen gefährlich in der munitionierenden, sozusagen explodierenden Waldsituation. Und die Situation ist aber die gewesen, dass sich diese Teams dem Befehl verweigert haben. Und das ist für einen Feuerwehrmann auch nachvollziehbar, weil ein Feuerwehrmann ist ein Feuerwehrmann. Ja, ich weiß nicht, wie viele Männer von Ihnen früher Feuerwehrmann werden wollten. Griso, der kleine Drache, ist vielleicht immer noch in den Kinderbuchregalen. Aber ich möchte Feuerwehrmann werden, weil ich Feuer löschen muss. Und meinen Feuerlöscher wegzuschmeißen, um selber vor dem Feuer wegzulaufen, ohne die Leute zu retten, die ich... Also, das machst du nicht. Das heißt, du schmeißt deine Tools nicht weg. Genau, und das ist ein Teil des Problems. Nämlich das Krisenmanagement ist selbst in der Krise. Sie sehen jetzt die Layout-Probleme. Das Krisenmanagement ist selbst in der Krise, weil wir in der Krise die Tools, mit der wir die letzte Krise bewältigt haben, nicht wegschmeißen. Das wäre die Analyse von Carl E. Weick. Hier sehen Sie eine Situation, die ich heute Morgen aufgenommen habe aus dem Balkon, weil ich Donald Trump sagen wollte, naja, also Wald, okay, aber es sind auch nur teilweise Bäume. Das Entspannende, was Carly Weick uns empfiehlt, ist im Krisenmanagement, das Unerwartete zu managen. Also, dass eine Detonation auskommt, dass man eben tatsächlich unerwartbar nicht löschen kann, sondern sich selber retten muss, das zu managen. Und bei diesem Baum ist es eben tatsächlich so, dass man nicht erwartet hat, und das ist ein Kunstwerk von Michael Salzdorfer, ich kann es mal zurückblenden, weil es tatsächlich eine Arbeit, die ich selber gekauft habe, ist auf der Art Basel 2010 ausgestellt worden. Also normalerweise erwartet man das nicht und ich finde es einfach toll. Stellen Sie sich mal jetzt vor, meinen Vortrag. Ja? Und ich würde jetzt hier auf diesen Button drücken und der Baum würde hochfliegen. Dann wäre das mal ein Effekt, ja, und nicht diese wissenschaftliche, lahmarschige Belehrung, was man hier besser machen könnte oder so. Ja? Also für Sie als CFO einfach mal auf dem Corporate Forest, haben Sie wahrscheinlich ja alle jetzt auch in den Portfolios für die Nachhaltigkeit Wälder. Einfach, das imponiert wahnsinnig, wenn man das macht. So, jetzt sagt man, okay, jetzt haben wir das mit der mit diesem Brandlöschen und das hat nicht geklappt und wir müssen unsere Tools droppen und so weiter. Sehr schwierig. Jetzt vielleicht Innovation. Kennen Sie auch von Ihrem CEO oder auch der CIO oder so CTOs. Das sind auch so Typen, die dann da sitzen und sagen, hey, jetzt wäre mal eine Innovation gut.
Ja, genau, das ist wie bei vielen österreichischen Fußballspielen, was jetzt gut wäre, wäre mal ein Tor. Ne? So. Gut, also jetzt Innovation. Bei den Tools zum Löschen, oder? Das wäre doch eigentlich das Richtige. Habe ich Ihnen auch was mitgebracht aus der Innovationsforschung? Sollen ja auch nicht sozusagen hier nur mit Gelächter rausgehen. Rollende Feuerlöscher. Kommt nicht so gut an, wie ich dachte, muss ich sagen. Rollende Feuerlöscher ist tatsächlich auch nur ein Kunstwerk, aber es ist tatsächlich, also das wäre jetzt ja die Möglichkeit. Wir professionalisieren einfach die Tools. Einfach jetzt selbst rollende Feuerlöscher, dann kann man die ja ein bisschen so. Also, ich darf wieder sagen, nicht machen. Nicht die alten Tools jetzt irgendwie noch ein bisschen anpassen, runder machen und so weiter. Das wird falsch sein. So, was ist richtig? Ihr wisst es. Ja, ich meine, Angela macht alles richtig. Ich habe 8 Jahre lang bei ihr im Beraterkreis gearbeitet. Ich kann es nicht bestätigen, aber es kommt hinten richtig raus. Ja. Klug aus der Krise, dann dachte ich, naja, wie ist es bei euch eigentlich? Achso, nee, Quatsch, das ist natürlich was anderes. Aber so geht halt jeder sozusagen, jede Nation auch so durch sein Krisenmanagement und überlegt sich, wie macht man das? Und die politische Dimension ist eben auch durchaus gefragt, weil Regulierung und viele andere Fragen damit verbunden sind. Und deswegen haben wir in Deutschland unseren Bazooka-Scholz, der mit Wumms richtig keynesianistisch, Hashtag altes Koordinatenkreuz, sozusagen jetzt mit Herrn Altmaier, dürfen Sie nicht verwechseln mit dem Feuerlöscher gerade, figural, müssen Sie sozusagen jetzt tatsächlich sagen, okay, die Hypnose ist die V-Kurve. Natürlich die V-Kurve. Da habe ich gesagt, okay, die V-Kurve. Ich will Ihnen das zeigen, gibt es die V-Kurve nicht. Jetzt kommt nachher, kommt Lars Feld, der wird das natürlich viel besser zeigen können als ich. Ich habe nur gesagt, so, wenn man jetzt sozusagen sich die V-Kurve anguckt, dann müssen wir einfach konsumieren. Das ist ja ganz einfach eigentlich. Ja? Und wenn die aktuelle finanzielle Situation gut ist, dann konsumieren wir auch weiter. Kurzarbeit, Aussetzen des Insolvenzrechts, keine Ahnung, was uns noch einfällt, um sozusagen Unternehmen, die vor der Krise schon pleite waren, jetzt immer noch durchzuziehen. Also kurzum, die aktuelle Situation ist wichtig, aber wir wissen aus der Forschung, die Einkommenserwartung in der Zukunft ist noch wichtiger. So, das habe ich Ihnen jetzt mal mitgebracht. Das sind die letzten Krisen, die wir so einigermaßen, die Sie zumindest noch erinnern, die entsprechend sozusagen diese V-Kurven-Effekte hätten erzielen müssen. Und dann sieht man, 2009 war tatsächlich die tiefste Krise seit 1945, 6 Quartale bis zum Vorrezessionsniveau, 6 Quartale, sind 1,5 Jahre. 1981 gab es einen deutlich milderen Abschwung, brauchte aber auch nur etwas weniger zur Erholung. Das heißt, wir lernen von 1981 bis 2009, wir haben Instrumente, die wirklich gut funktionieren. 2001, längster Einbruch, das hat tatsächlich mehr als 3 Jahre gedauert. Das war vor allem schlechte Arbeitsmarktsituation. 2002, der SARS-Ausbruch, der Konsum erholte sich sehr schnell, als der Virus unter Kontrolle war. Das heißt, es ging sofort wieder hoch. So, das heißt, was wissen wir? Ungefähr so viel wie Virologen. Das ist nicht klar. Das ist einfach schlicht und ergreifend nicht klar. So, wenn es nicht gut wird, sondern anders wird, dann müssen wir uns sozusagen überlegen, die Abhängigkeiten des Krisenkonsums können tatsächlich lange Muster des Konsumenten-, Arbeits-, Mobilitäts- und Reiseverhaltens ändern. Und das merken wir. Der Psychologe sagt, wir brauchen nur 62 Tage ein neues Ritual durchhalten. Danach denken wir schon gar nicht mehr dran, dass wir es durchhalten. Für alle sozusagen Low-Carb- und Alkoholvermeider. Viel Erfolg. So, die Befunde aus den letzten Epidemien, ich mache das so, Bornmann, Sie stehen schon auf, ich bin auch mitten im drin. Also, aber ich versuche mal noch schneller zu sprechen, dann wird es auch funktionieren. Also die letzten Epidemien, ich lasse das jetzt mal aus, was es sozusagen im Ergebnis brachte. Das Interessante an diesem ist, es hat jede Epidemie hat eine Verhaltensänderung erzeugt und die letzten Epidemien immer die gleiche. Digitalisierung. Das heißt, im Konsum, in der Beschaffung, in der Produktion, Digitalisierung ist seit der Jahrtausendwende der Pandemie- und Krisengewinner. Und zwar komplett stabil. Fast alle Unternehmen, die wir heute sozusagen kennen als ehemalige Einhörner, sind Pandemie-Erfolge. So, und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Sie kennen das mit der kopernikanischen Wende. Da haben wir irgendwie mal sozusagen die Sichtweise versucht zu verändern. Das ist keine schlechte Idee. Ja? Wir haben jetzt so ein paar Wendepunkte, ich möchte da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber das bedeutet, das Krisenmanagement 5.0, also nach der Digitalisierung, ist sozusagen nicht uninteressant. Politische Wenden, die Energiewende müssen wir kurz hinkriegen, die Klimawende, lächerlich, Mobilitätswende in Deutschland so gut wie gemacht, Bildungs- und Didaktikwende, jetzt nach Corona ist ja klar, dass wir hier
gut aufgestellt sind. Die Migrationswende merken wir auch in Österreich immer noch ein beliebtes Thema. Agrarwende, Wasserwende, Gesundheitswende, möchte ich nicht darauf eingehen, Demografiewende, Sicherheitswende, Arbeitswende und Digitalisierung unterstützt. Digitalisierung unterstützt, das ist mein bester Freund Ralf Kleber, Amazon Deutschland, Chefkoch in der Einheitskantine des Monopolismus. Wenn die Digitalisierung ein Restaurantbesuch wäre, so sein Zitat, dann wären wir gerade beim Gruß aus der Küche. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, der kommt bei uns immer vor dem Essen. Von daher, passt auf bei dieser Küche. So, ich will jetzt nicht über Digitalisierung im Detail sprechen, das werden wir heute sozusagen sicherlich noch im Laufe des Tages mehr machen. Digitalisierung müsste man ein bisschen differenzieren. Das wäre mir wichtig als Wissenschaftler, für Sie ist es nicht ganz so wichtig, aber Digitalisierung ist nicht analoges. Digitalisierung kann sich auf Prozesse, Produkte, Transaktionen beziehen. Da haben wir das ganze Blockchain-Thema drin, Automatisierung und so weiter. Wir haben Produkte und Leistungen drin, das sind im Wesentlichen Monopole, nämlich Plattformen und andere Themen. Wir haben die künstliche Intelligenz, eines der größten Themen, die wir neben dem autonomen Fahren hypnotisch uns erzählen, ohne dass es eintritt. Big Data, auch eine interessante Idee, die vor allem auf Predictive Sciences abzielt. Also ich weiß, dass Sie in 2 Wochen Ihre Ehefrau ermordet haben werden und verhafte sie heute. Virtuelle Realitäten, Kognitionserweiterung, großes Thema. Die Algorithmik, über die wir sehr viel sprechen, sehr wenig verstehen. Und natürlich dann Digitalisierung als Narrativ. Also Narrative sind halt die, die wir uns so alle erzählen. Homo Deus, 4. industrielle Revolution, übrigens die 1. Revolution, die wir ausrufen, bevor sie eingetreten ist. Also das sind alles so Themen, Race Against the Machine, auch sowas, wir werden alle unsere Arbeitsplätze verlieren, weil endlich die Steuerberatung von Robotern erledigt wird, bis auf die Steuerbetruge und so weiter. Also da passiert sehr viel. So, und dann merkst du, ah Mensch, das ist tatsächlich so für CFO, oder nochmal kurz zu sagen, wer sich auf diese Tools verlässt, der hat es mit Mathe-Vernichtungswaffen zu tun. Ja? Mathe-Vernichtungswaffen sind sozusagen das Problem, dass diese Algorithmen inhärente Normativitäten aufweisen. Ich mache mal ein Beispiel. Facebook weiß vor Ihnen, und zwar ungefähr 2 Jahren, dass Sie homosexuell sind. Die Krankenversicherung weiß es 1 Jahr vor Ihnen und ändert schon die Tarifierung. Sie überlegen sich heute, stimmt das eigentlich, wenn Facebook das sagt? Also was ich damit sagen will, diese Daten, und Sie brauchen nur 200 Datenpunkte, um diese Frage zu klären. Das sind deutlich weniger, als Ihre Ehepartner haben. Diese indirekten Normativitäten, die in diesen Algorithmen drin stecken, übrigens auch in Ihren Tools, die müssen wir uns nochmal angucken. Oder wir machen es so, dass das asiatische Modell, da ist es ein bisschen transparenter, zumindest für eine Seite. Das ist das Alibaba-Account meiner Studierenden, die sozusagen mir zeigen, dass sie über 800 Werten überhaupt nur bei mir in Deutschland studieren dürfen und finden das im Prinzip auch ganz gut. Sie kennen die Input-Faktoren vielleicht, die in dieses Social Credit System sozusagen reinlaufen. Bei dem Output sehen Sie auch, da sieht es dann ein bisschen unappetitlicher aus, weil wenn Sie Ihre Steuern 2-mal nicht gezahlt haben, dürfen Sie schon nicht mehr ins Ausland fliegen. Das war früher eine Strafe, jetzt ist es normal. Daran merken Sie, wie sich die Zeiten ändern. Das heißt, wenn Sie sich diese Digitalisierungsherausforderungen angucken, dann sehen Sie diese ganzen Herausforderungen, die daraus entstehen. Substitution von Arbeit 1.0, 2.0, das Steuersystem wird nicht mehr funktionieren, globale Monopole entstehen, Gig-Economy entstehen. Wir haben Demografie, Eliten, Privatheitsthemen bei virtueller Realität beispielsweise. Wir haben die indirekte Normativität, wir haben Legitimitätsfragen. Ist es eigentlich sinnvoll, dass Amazon ein privates Unternehmen ist, wenn sie doch sozusagen tatsächlich einen Marktplatz anbieten, der früher bei Griechen als Agora von der Öffentlichkeit bereitgestellt worden sind, also öffentliche Güter, Entsolidarisierung von Versicherungssystemen, Substitution von Arbeit 3.0 bei künstlicher Intelligenz, neue Bildung und so weiter. Die Frage ist, wer kümmert sich jetzt eigentlich darum? Gibt es gar keinen, den man die Frage stellen kann gerade? Das ist nämlich eines der Probleme, was wir haben. Und jetzt können Sie in der EU gucken, ob der Digital Services Act da hilft oder nicht. Von allein hat ihn gestern nicht erwähnt, was interessant war. Achtung, jetzt kommen wir kurz zu Ihnen. Sie kennen den Kollegen. Ja, Larry Fink, sozusagen sicherlich einer der lustigsten Vögel in diesem Konzert für Leute, die sich mit Finanzen beschäftigen wollen. Sein Letter haben Sie vielleicht noch im Kopf, der kam auch kurz vor dem Lockdown. Nämlich die Frage, Management Sustainable Related Questions müssen so zentral in der Unternehmensstrategie sein, ansonsten werden sie leider von dieser Firma nicht mehr investiert. Und er ging davon aus im Januar, dass es eine fundamentale Veränderung des Finanzsektors geben wird, und zwar in einer Geschwindigkeit, die wir bisher nicht kennen. Das sehen Demonstranten übrigens ähnlich.
Und die Frage, wird nun alles grün und gut? Wie und was finanzieren wir eigentlich? Und da habe ich nur mal so kurz ein paar Beispiele mitgemacht. Die Divestments, also das Verkaufen von Aktivitäten, die nicht so sinnvoll sind, ist der stärkste Beitrag aller Kippmechanismen im Klimawandel. Lange Analysen darüber, warum das so ist, kann ich jetzt nicht ausführen. Die Generation junger Investoren ist ein überproportionales Interesse an grüner Finanzierung. Die ESG-Indexfonds, über die Sie, glaube ich, heute auch noch sprechen werden, steigen massiv. Die nachhaltigen digitalen Banken, selbst Alumni von mir, meinen, dass sie Tomorrow Banks und so weiter gründen müssen. Riesenboom. BlackRock verdoppelt seine Anzahl der nachhaltigen Fonds auf 150 im nächsten Jahr. Amazon und Coca-Cola und Exxon haben gesagt, ach, Share oder Value war auch mal so eine Idee. Machen wir nicht, wir machen jetzt Purpose. Und Stiftungsanlagen sind auch so große Anlagesituationen in Österreich erst recht. Mission Investments nehmen zu. Interessant ist, die Ratingagenturen, das sind so die, auf die Sie mal gucken, die sind sich total uneinig, deswegen werden die jetzt auch alle aufgekauft. Und ja, ansonsten kann man sagen, dass die institutionellen Anleger Fokus auf nachhaltige, pandemiegefähige Geschäftsmodelle machen. Das heißt, hier gibt es signifikante Renditeabhängigkeiten. Staatliche Beteiligung und pandemieunfähige Unternehmen, eines der schönsten Kapitel, glaube ich, für jeden ordoliberalen Ökonomen. Staatliche Beteiligung in pandemieunfähige Unternehmen, das heißt einfach nur, die Kapitalkosten steigen für den Steuerzahler. So, das heißt, es gibt einen Anlegerklimawandel von Shareholder Value auf gesellschaftliche Wirkung und dieser Klimawandel ist so stabil, dass Sie davon ausgehen sollten, dass es Sie auch noch in Ihrer Karriere erreicht. So, und das heißt, wenn man jetzt kurz die Dramatik aufzeigt, deswegen hier, glaube ich, ein für Sie relevantes Bild, weil Sie lange nicht mehr drin sein durften. Das Silicon Valley hat sozusagen ein Narrativ-Solutionism, Erlösungsrhetorik, Weltenverbesserung. Dafür sind Plattformen, autonome Systeme relevant. Es gibt einen Philanthrokapitalismus ohne Staat, deswegen kann Donald Trump auch so entkoppelt arbeiten. Vorsorge durch Digitalisierung. Vorteil ist hohe Dynamik, Technologie 4.0 und viel Kapital. Die Chinesen machen das ein bisschen anders. Das Narrativ ist harmonieweise Führung, Vertrauensrhetorik, staatlicher Kapitalismus noch mit noch schwacher Zivilgesellschaft, kommt aber. Vor- und Nachsorge, Staatsfonds, 5-Jahrespläne, schon hochspannend. Vorteile sind hohe Umsetzungsgeschwindigkeit, weil sie können eine Stadt wie Shenzhen mit 16 Millionen Einwohnern innerhalb von 8 Jahren komplett durchelektrifizieren. Da gibt es jetzt nicht mehr irgendwie Alarmemissionen oder so. Das haben die Chinesen schon mit BYD hinbekommen. Europa, Verantwortung. Das ist unser Narrativ. Sie müssen es aber auch seufzend aussprechen, sonst wird es nicht authentisch. Die alteuropäische Rhetorik ist Weltenrettung, Frieden, Wettbewerb finden wir super, aber auch hohe Sozialstaatlichkeit, Caritas für alle, Zivilgesellschaft und so weiter. Momentan haben wir im Wesentlichen Nachsorge durch Stiftung und staatliche Wohlfahrt. Unser Vorteil ist aber, bei aller Langsamkeit, wir haben eine hohe Diversität. Deswegen fahren so viele Japaner eigentlich gerne nach Europa, weil sie ganz, ganz viel in ganz kurzer Zeit erleben können. So, und was heißt das für uns? Das heißt, wir müssen unsere Innovationslogiken ändern. Herr Bornemann wird schon ganz nervös. Ich verstehe das auch. Wir haben vorher Produktinnovation, jetzt haben wir Technologieinnovation, jetzt haben wir Prozessinnovation durch, jetzt eine Dienstleistungsinnovation, das ist ganz wichtig. Jetzt sage ich, nee, die letzten 20 Jahre waren eher Geschäftsmodellinnovation, können wir noch mal länger darüber diskutieren, hinter im Deep Dive. Und jetzt kommt etwas, was Angela Merkel mich immer so ein bisschen angeguckt hat und sagt, Herr Professor Janssen, was meinen Sie denn mit sozialer Innovation? Mehr Altenpflege oder, nee, ganz anders, nämlich die harten Sachen. Das heißt, für soziale Innovation, also Transformation dieser Wenden, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, ja, die brauchen andere Innovationsfinanzierung und sie brauchen vor allem, meine lieben Freunde aus dem Controlling, ein anderes Controlling. Ist nicht so, dass sich das nach 2 Jahren schon amortisiert. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Learning. Deswegen, soziale Innovation ist Beziehungskapital, so nennen wir als der Soziologie der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts das. Soziale Innovationen lösen die zeitliche Problematik, die wir haben. Wir haben ein Problem erkannt, wir wissen auch ungefähr, wie die Lösung ist, nur wir kriegen die Lösung nicht umgesetzt. Wir haben eine Technologie erfunden, wir kriegen sie nur nicht marktfähig. Ja, der Dieselmotor 50 Jahre, der Kugelschreiber 52 Jahre, von der Erfindung des Kugelschreibers bis zu seinem Einsatz. Der Reißverschluss in der Hose, von Männern entwickelt, 50 Jahre, bis er sich in der Mode durchsetzte. Durch wen? Durch Frauen, weil die nicht so viele Probleme beim Pullern hatten. So, also, die Hypothesen, die dahinter stehen, sind Inklusion, Hybridisierung zu neuen Organisationsformen, Systemisierung zu neuen Problemlösungen. Das ist nicht mehr, ach, ich entwickle mal einen neuen Ölfilter. Das ist was ganz anderes. Und das kann Europa historisch. Wer das auch ganz gut kann, ist übrigens, kennen Sie Familie?
kommt nicht aus Österreich, nicht ganz, aber The Rockefellers. Das ist Justin Rockefeller, mit dem ich sozusagen letztens noch vor der Pandemie kurz auf der Bühne stand. Ist der Ur-Ur-Ur-Urenkel, ziemlich reich leider, und hat TheImpact.org gegründet. Diese Generation hat etwas hinbekommen, was sensationell ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, was Rockefeller früher beruflich gemacht hat. Öl. Wie investiert die Rockefeller Foundation momentan? In alles, was Dekarbonisierung bedeutet. Daran merkst du, erst die Öllampe umsonst rausgeben, dann das Öl verkaufen, Riesenkohle machen und danach sagen, hey, das ist aber böse. Cool, macht euch einfach nur vor, ich will euch nur Vorbilder zeigen. So, ich bin Herr Bornemann, Sie glauben es nicht, aber ich bin quasi fertig. Aber ist es nicht 14.30 Uhr? Nein, es ist, ich bin wahnsinnig gut in der Zeit für mich selbst. Für alle Leute, die Paradoxien denken können, und ich merke, es gibt eine hohe Resonanz in Österreich, was Sie jetzt brauchen, und Barbara Polster wird vielleicht heute Nachmittag noch mal ein bisschen inquisitorischer werden, was Sie brauchen, ist jetzt irgendwas so wie Führung. Ah, Remote Leadership, Riesenthema, habe ich mich gerade beim Webinar angemeldet. Das ist wirklich wichtig. Die Leute haben die Jogginghosen einfach immer noch an. Was Sie brauchen in der Führung ist leider noch komplexer, und wir nennen das Ambidextrie. Weiß jemand, was Ambidextrie ist? Eine Krankheit? Ja, Frau, was ist es? Die Umstände mit berücksichtigen. Sehr schön, ist falsch, aber dass Sie sich überhaupt gemeldet haben. Also als Frau zu sagen, ich weiß was und dann irgendwie, ich finde das gut. Also ich muss sagen, Sie haben recht. Sie haben recht. Ja, weil Ambidextrie heißt tatsächlich Beidhändigkeit, und das wollten Sie sagen, weil Sie ja das eine und das andere miteinander in Verbindung bringen wollen. Absolut. Deswegen habe ich Sie gefragt, wer von Ihnen Linkshänder ist. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Ihr Aufsichtsrat wäre, ich würde sagen, meine lieben Freunde, mit euch wird das schwierig in der Krise. Also vielleicht einfach mal bei LinkedIn das Profil ein bisschen pflegen, weil es könnte die Notwendigkeit einer Anschlussbeschäftigungssuche geben. Ambidextrie der Führung heißt, Sie müssen auf der Wippe wechselfähig sein. Sie müssen auf die Effizienz achten und die Innovation fördern. Sie müssen die Hierarchie sozusagen in Krisen wieder einführen und das Unternehmertum stärken. Sie müssen Verlässlichkeit erzeugen und die Agilität erhöhen. Sie müssen Patente sozusagen wieder in die Logik bringen, und zwar für sich selber, damit sie da irgendwie zukünftige Renditen sichern, und Ökosysteme, in denen keine Patente mehr angemeldet sind, gleichzeitig fördern. Sie sollten Ingenieurskunst, das ist zumindest in Deutschland immer so ein Fetisch, sozusagen beherzigen und die Beziehungskunst gleich mit, weil wir wissen von vielen autistischen Ingenieuren, die verarmt verstorben sind. Sie müssen eine Rosengärtner-Strategie erleben, nämlich Cut and Grow. Ja, von Barbara Heidger, einer lieben Kollegin von mir, ein ganzes Buch dazu geschrieben. Also Cut and Grow heißt, die Kosten runter, und zwar radikal. Und wer da irgendwie zimperlich ist, der hat den Job verfehlt. Und Sie sollten ziemlich stark wachsen, rein in die Investitionsfelder. Wir machen dann in der Beratung, das machen wir auch so für Unternehmen, die in der Pharma- und Chemiebranche sozusagen Marktführer sind, gehen wir genau diese Ambidextrie durch. Wie sieht es in Ihren Organisationen aus und welche Dilemmata gibt es in dieser Struktur? Das erspare ich Ihnen jetzt, weil sonst haut mich der Bornemann wirklich von der Bühne in den Sitz. Ich bin fertig. Das ist die letzte Folie, Herr Bornemann. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist eine Erlösung, ich weiß. So, also, das ist eine Zusammenfassung für diejenigen, die jetzt gerade die App nachgeguckt hatten, wie der Onkel hieß, der den Vortrag gehalten hat. Ich weiß. Nein, es sind wichtige E-Mails. Immer verkaufen, bitte verkaufen. So, 7 Thesen, das könnt ihr abfotografieren heute Abend, auswendig lernen, und dann ist es morgen prüfungsrelevant. Von EY. Nein. Kleiner Witz. Der musste sein. So. Don't believe the hype. Alter Hit aus den frühen Jahren des Hip-Hops. Don't believe the hype. Alles, was Ihnen Professoren, insbesondere Wirtschaftsprofessoren, erzählen, niemals glauben. Allerdings auch niemals den Katastrophen, Verschwörungs, sonst niemanden glauben. Am besten glauben Sie gar keinem. Also bleiben Sie einfach Sie selbst, Sie sind ja CFOler. So, das zweite ist, gesellschaftliche Wendepunkte sind die nächsten Geschäftsmodelle. Guckt bitte nicht mehr auf Märkte. Märkte sind 20. Jahrhundert, Abbildung von Problemen des 20. Jahrhunderts. Ihr müsst auf gesellschaftliche Wendepunkte gucken. Digital Farming, also wo wir gerade so unterwegs sind, Digital Farming, mehrwertige Gesundheitssysteme, neue urbane Mobilität, digitale, resiliente, solidare Zeltsysteme, Altersvorsorge in China, Riesengeschäftsmodell. Oder sowas wie, ach, ich könnte 2 smogfreie Städte liefern nach Lateinamerika. Wenn Sie das gerade im Portfolio haben, es wird bei Ihnen laufen. Machen Sie sich keine Sorgen. So, wir brauchen neue Innovationen, nämlich interindustrielle. Also arbeitet doch mit euren Kollegen mal zusammen. Intersektorale, arbeitet doch mal mit staatlichen, zivilgesellschaftlichen Stiftungen und anderen zusammen. Und intergenerativ.
Ich gehöre zu einer Type, ich bin 49 Jahre alt, habe kein Problem damit. Aber ich habe ein Problem damit, dass sozusagen Aufsichtsräte so alt sind, dass sie zu alte Vorstandslevels, nämlich Sie, sozusagen kontrollieren in einer Zeit, in der Sie nichts verstehen. Deswegen bin ich für eine Quote. Jeder Aufsichtsrat braucht Menschen unter 30 Jahre. So, deswegen intergenerative Innovation. Ich will da jetzt nicht viel sozusagen drauf eingehen. Das Thema Digitalisierung, nehmt das ernst. Wir nennen das Scheitech. Also nicht hier irgendwie dick auf sozusagen Technologie machen, das ist alles uncool. Scheitech ist, Sie sehen die Technologie nicht, sie funktioniert aber, was auch selten ist. Und das andere ist High-Touch. Also das heißt, digitalisiert alles, was geht. Alles regelgebundene muss digitalisiert werden, sonst seid ihr immer der Zweite. Und werdet dann humaner. Kleiner Tipp für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften da an der Änderung des Geschäftsmodells. So, vertraut Europa, dem Marktführer für soziale Innovation. Wer heute noch in Silicon Valley fährt oder nach China, ist ohnehin sozusagen gefährdet, aber Sie müssen das sich nicht angucken. Das ist nicht relevant. Das ist eine Hypnose, die uns, ich glaube nicht der ORF, aber es gibt Medien, die das sozusagen dauernd erzählen. Maximiert die Gewinne, und zwar wie Familienunternehmer, in der Länge und nicht in der Höhe. Alte Regel. Ne? Niemals, also Gewinnmaximierung geht nicht weg. Das haben wir irgendwie momentan so in unserem System drin, aber definiert es über die Länge und nicht über die Höhe. Und das merkt ihr auch bei den Nachhaltigkeits-ETFs am Anfang ein bisschen verspottet. Wir gucken da jetzt seit 1970 drauf und merken, es zahlt sich aus. Und koinvestiert in überraschende Bündnisse. Das heißt, ich würde euch auffordern, geht zu einem CFO-Forum von Business Circle oder, Gerald, geht zu allen anderen Veranstaltungen von Business Circle, wo andere Teilnehmer sind und investiert in Bündnisse, von denen ihr jetzt noch keine Ahnung habt, was die jemals bringen können. Und das ist tatsächlich ein Garant dafür, dass man sich nochmal zuverlässig überraschen kann. So, und jetzt die abschließende Überlegung. Ja, ist ja super. Jetzt dreiviertel Stunde, vier Stunden bei Ihnen gefühlt, sozusagen jetzt Druck betankt. Feuer ist nicht gelöscht, sondern angemacht. Wie kriegen wir das hin? Michael Ballack ist bei uns einfach ein Sensationsfußballer gewesen und der hat alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Wir können sowas nicht trainieren. Nur üben. Vielen Dank.